Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Let's Play-Projekt von mir, TMWS-Treff. So, vielen Dank, Thomas, für diese wertvolle Info. Gut, Entschuldigung, Schluck auf. Boing! Hui! Da ist der Sack leer. So, wir gehen dann noch in unser erstes Level. Wir sind im Übrigen hier in der Heimatwelt Artisan. Ah, nein! Wo seid ihr denn jetzt? Da! Bleib stehen! Nein! So, doch. Haben erwischt. So, und jetzt du dann noch. Bleib stehen! Du! Ja! Und das ist eine Sache, die das Spiel auch so einzigartig macht. Tja, das, liebe Kinder, ja, also das passiert nun mal, wenn man jemanden provoziert, ja. Hört auf, euch auf dem Schulhof zu ärgern und zu mobben und zu kloppen, ja. Das ist unreif, ja, aber, ja, was soll man das Kindern erzählen? Egal, scheißegal. Nicht, dass Kinder was Schlechtes wären, der Scheiß, oh, scheißegal. Die, Nee, ja, ich hab's vernommen, ja. Wah! Brrr! Nein! Oh Gott, der hat mich fast gerammt. Aber okay, wir retten jetzt unseren nächsten Drachen. Gerettet Alban. Alban, ja. Mal sehen, wie das hier so durchgeht. Ey, hör auf mich an zu brüllen, du. Du unsensibler Gratin. So, ihr müsst mich entschuldigen. Ich bin im Übrigen auch jetzt gerade erst aufgestanden und bin immer noch ein bisschen benebelt, aber... Ah! Verdammte Scheiße! Du scheiß fettes, hässliches Etwas. Ich hasse dich. Mann. Und dich auch. Und du, geh auch weg, du scheiß Fettklops, ey, Mensch. Ja, es gibt ja auch noch andere tolle, coole Du scheiß Köter! Aber für mich wäre das total die Hölle, zum Militär zu gehen. Das wäre abartig, ey. Dafür bin ich echt nicht geschaffen. Hey, du bleibst... Mist. Bin ich noch ganz total an ihm vorbeigelaufen? Das ist so ultra peinlich. So, Gunnar, hallo. Bleib stehen, du blöder Dieb. Warte mal, stopp. Nein! Ich bin ins Wasser gefallen, jetzt bin ich nass. Toll. Spyro erwachsen aussehen würde, wäre vielleicht, glaube ich, ganz nett mal. Ah! Boah! Schäm dich. In die Schlucht geworfen. Ah, du willst nochmal? Well. Jetzt wird es Zeit für einen kleinen Prank. Da oben ist ein Typ mit einem... Also ist ein Gegner, ein Gnork. Hoffentlich funktioniert das jetzt. Ja! Es funktioniert! Super, er ist gestorben. Machen noch die anderen Gnocks da fertig. Wow! Boing! Geil! Ich liebe das! Nö, ist okay. Wow! Es hat wieder geklappt, Leute. So oft ist mir das in diesem Level noch nie passiert. Bam! So. Ah! Okay, aber dafür musste jetzt natürlich eine Strafe her. So. Schick dich deine dicke Mama zum Krieg. Naja, das ist aber nicht nett. So. Und nebenbei kocht sie auch noch ein Juwel in ihrer Suppe. Was ist... Das muss ja eine ganz besondere Mahlzeit sein. So, wer hat diesmal die Ohrfeige gekriegt? Du. Oh je, du Armer. Du hast eine strenge, blöde Mutter. Weißt du das? Ich will nicht, dass das passiert. Was? Das ist jetzt nicht... Habe ich tatsächlich vergessen, diesen Kessel anzufachen? Oh nein. Und auch hier sind wieder die großen Mütter... die ihre Söhne in den Krieg schicken. Wie un... Aua! Okay, Leute, ich habe mein erstes Leben verloren. So, du, was mache ich jetzt mit dir? Sag doch mal. Du stehst hier so alleine rum, vollkommen verwaist. Deine Mutter ist tot. Ich habe sie ermordet. Ja. Das weiß ich nicht. Ich denke genau dasselbe wie du, Spyro. Weg mit dir, so. Bam. Bau, au, au, au. Okay, wir sind hier in Magic Craft, das stehen geblieben und sammeln jetzt dieses Drachenei ein. Was ja total schnell ging. Ey, ich hab den verdammten Kitzel, das verdammte Kitzel in der Nase, scheiße. Ich kann nicht. Oh, eine Schatzkiste zu öffnen, aber wo zum Geier war denn hier eine Schatzkiste? Nein. Hallo, du Keulenmann. Au! Du Wichser, ey. Ich hasse dich. Oh, jetzt stirb doch endlich, ey. Ey, und f*** dich auch, ey. Du blöder Magier, ey. Auf geht's. Los. Was? Was war das denn? Oh Gott, ey.
Seriously? Wie zum Beispiel dazu kommen wir. Wer ist noch Arschloch? Fun Fact. Ja. Im englischen Let's Play von Shartox habe ich gesehen, dass es in Englischen Beast Makers heißt. Ich weiß jetzt nicht, wie man von Beast Makers auf Beast Masters das in Deutsch übersetzt. Aber. Tja. Keine Ahnung. Beast Makers klingt ja auch irgendwie schon ein bisschen zweideutig, ne? Aber. Ich will mal jetzt nicht in die perverse Kiste greifen, weil das hier ist ein kinderfreundliches Spiel und ich will kinderfreundlich kommentieren. So. Na. 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 Und nein! Was für eine krasse männliche Tat. Du hast jemanden umge... Aua! Weil er genauso denkt oder was? Waaah! Ich hab's alle auf einmal gefinisht. Das ist krass geil. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt mit diesem Kommentar... Aua! Ah! Ja, keine Ahnung. Na, 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 na. Geh weg! Ah, oh, du Wichser, ey. Dir zeige ich's jetzt, ey. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt mit diesem Kommentar un... Oh Gott! Sag mal, was muss noch alles passieren, damit das aufhört? So, oh. Ach, verdammt, ey. Was ist denn jetzt nur los? Ich krieg hier ständig Stromschläge. Und ich bin nicht mal in einer Steckdose, ja? Es ist... Was ist denn das? Was geht denn hier nur ab? Oh, habt ihr das gehört? Das klang geil. Doppelsmasher. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Spyro the Dragon. Heute ist es schon das vierte Mal, dass ich aufnehme und es geht doch gleich in die Hose, weil ich hier natürlich diesen nicht gebacken kriege, diesen blöden einen Scheißkerl da zu töten, Mensch. Wir werden erst einmal diesen Supersprint nutzen, mehrfach, damit wir einen riesengroßen Sprung haben gleich. Und hopp! Oh nein, 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 nein. Scheiße, 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 nein! Oh. In diesem Let's Play, ich versuch's nochmal. Was war das denn? Wieso hast du abgebrochen? Nein. Ach, toll. Komm, wir machen es einfach nochmal. Wieso hast du jetzt abgebrochen? Das gibt's doch jetzt nicht. Hopp. So, nochmal. Komm, 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 komm. Ja, ja, we did it, we did it. Erinnert mich ein bisschen an Issar aus Final Fantasy X. Nur mit einem K, aber ganz nice. Hey, guck mal. Cool. Ich baue immer mehr Tempo auf. Wow, okay. Ah! Oh Gott, gerade nochmal die Kante bekommen. Kann es wirklich sein, dass jetzt diese Väter ihre Söhne in Rüstungen gepackt haben und als Soldaten verkleidet haben? Ja, hallo, eure minderjährigen Söhne. Schickt ihr einfach mal in den Krieg. Was soll denn der Scheiß? Könnt ihr nicht selber in den Krieg ziehen, ihr alten Knacker? In meiner Lieblingsflight verpatze ich das schon. Sogar ein zweites Mal. Ey, das gibt's doch nicht. Ah! 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 Wo ist der Zug? Ach nee, ich hab sie schon alle. So, sollen wir mal einen kleinen Gnock pranken? Don't worry, just a prank, bro. Und es gibt noch ein Unikat in diesem Level. Noch ein Unikat, ja. Und zwar wäre es... F***ig. Bitte an einem durch. Super, I did it. Das ist genau das, was ich gemeint habe. Ich wollte mit einem Flug alles regeln. Man kann auch ein bisschen mehr Prozent in dem Spiel erzielen. Ah. Hör auf, mich zu beißen, du Köter, ey. Fuck off. Seht ihr, das war ganz bescheuert. Das sind die Ninja Metal Turtles, wenn sie erwachsen sind. Und das... Jetzt machen wir eine kleine Zeitreise und sie sind wieder klein, kleine... Was war das denn? Wie habe ich das denn jetzt gemacht? Wie ist denn der jetzt gestorben? Hat etwa der eine Turtle hier diesen mit seinem Feuerball abgeknallt? Geht das? Hö, lol. Irgendwie haben mich jetzt die... Ah! War das ein Headshot? Wow. Okay, 69. Yin und Yang. Und das ist auch schön. Wow.
Hey, behalt deinen Kopf. Schädel für dich, du. Ah! Flattern die Herzen darum, wenn... Ach ja. Wenn... Ah! Was? Na? Was war das? Das... What the fuck, Alter? Das ist doch jetzt ein schlechter Scherz von mir. Mach alles auf. Da entlang, Spyro. Ey, echt, dieser Analogstick regt mich auf. Ich kann damit nicht richtig spielen. Mann, kacke nochmal. Finger, ey, mach... Schaff die Handgranate von der Elfe weg. Das ist nichts für die Damenwelt. Oder für die meisten, oder für viele Damen zumindest nichts. Und die schmelzen einfach auch mal diese Sprungjuwelen da weg. Einfach nur cool, dieses Feuer. Seriously, I love it. Okay. Geh mal, aua. Was war denn das? War das eine unsichtbare Wand? Du hast da eine TNT-Kiste in der Hand, weißt du das? Das ist ziemlich gefährlich. Und schicke Boxershorts hast du, ich mag's. Und es explodiert. Einfach mal schnell den Gnocchi geprankt. Ah! Oh. Eine kleine Besonderheit, für die ich hier einen Pluspunkt vergeben will, und zwar hier diese Kiste. Da kommen einfach mal mehrere Juwelen raus. Das ist wundervoll. Ein richtiges Unikat-Ding. Und solche Dinge feiere ich einfach derbst, Leute. Ernsthaft. Das hat jetzt richtig cool ausgesehen. Der Kleine und der Große legen sich zusammen hin. Oh, ah! Oh, ich habe ihn angerempelt, lol. Und der finale Schlag! Woo! We did it! So, seid ihr bereit für das ultimative Feuerwerk und die ultimative maximale Anzahl an Juwelen in einem Stück? Auf geht's! Auf geht's, auf geht's, auf geht's! Woo! So, man sieht jetzt nicht... Seht ihr das? Alter, guckt ihr mal diese viele 25er an! Das ist spektakulär, ultra heiß, Leute. Okay, seid ihr bereit, sie einzusammeln? Genau, ich bin bereit. Guckt ihr das an, wie viele Zahlen hier öffnen und wie viele Juwelen wir einsammeln und wie viele... Wie... Alter, einfach nur genial. Wir baden quasi in Geld, davon träumen die meisten Leute. Aber trotzdem, liebe Leute, Geld ist nicht alles. Es gibt auch andere Werte, die man viel mehr berücksichtigen sollte. So, ich hoffe, ich habe alles. Lass mal sehen. Los, 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 los. Ja, ich glaube, es ist der ganze Rest. Leute, wir sind bei 120% und somit komplett durch. 2000 von 2000. Der letzte Zwinker kommt. Ich zwinker dir auch zu, Spyro. Wir haben das alle super, beide richtig super gemacht. Und auf geht's nach Hause und für das Ende des Spiels. Ja, liebe Leute, das war mein kleines Best-of-Special von meinem Spyro the Dragon Let's Play. Ja, es war harte Arbeit, aber ich hoffe, es gefällt euch trotzdem oder es zahlt sich zumindest aus. Ja, hier könnt ihr mich jetzt noch abonnieren oder das gesamte Let's Play sehen oder hier anderen Stuff gucken. Bis zum nächsten Mal. Ciao.